Also, ich habe euch jetzt noch die Geschichte mitgebracht von einem wilden Dschungeltier. Und das wilde Dschungeltier heißt Hugo. Wollt ihr mal sehen? Ein ganz wildes Dschungeltier mit Namen Hugo. Und das ist Hugo. Was ist das ein? Ein Marienkäfer, genau. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wie alt könnte der Hugo sein? Genau, das kann man ja nicht sehen. Eins, zwei, drei, vier. Aber der Hugo, der war noch gar nicht in der Schule. Der konnte noch gar nicht zählen. Und wenn jemand gesagt hat, Hugo, wie alt bist du? Hat er immer gesagt, ich bin? Nein, haben die Leute gesagt, Hugo, du bist? Vier. Und er hat gesagt, ich bin? Zwei. Und in Wirklichkeit war er? Vier. Und zwei Jahre später haben die Leute wieder gesagt, Hugo, wie alt bist du? Da hat er gesagt, ich bin? Drei. Ich bin drei, hat er gesagt. Nein, haben die Leute gesagt, Hugo, du bist sechs Jahre alt. Aber dann ist es passiert. Der Hugo hat einen Punkt verloren und plötzlich waren es nur noch fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Meint ihr, wir können den einen Punkt da wieder dran zaubern? Ja. Machen wir alle zusammen, ne? Greift ihr alle mal in die Luft. Jeder nimmt sich einen unsichtbaren Punkt, den werft er genau hier dazwischen, als geht mir an den Kopf, gell? Und zwar jetzt. Ist er angekommen? Nein. Habt ihr was falsch gemacht? Macht noch mal. In die Luft und jetzt. Ist er angekommen? Nein. Das verstehe ich gar nicht. Das sind mindestens 11, 20 Punkte. Ja. Und dann kam der Hugo in die Schule. Und ich sage euch was, dann wurde er ja so schlau. Da wurden auf einmal alle Punkte Silber. Ja, und wenn er mal einen Marienkäfer sieht mit silbernen Punkten, dann wisst er genau, das war unser Hugo. Was machen wir noch bei der Hugo? Bleib.